Hallo und herzlich willkommen zurück zu A Dance of Fire of Ice. Fire and Ice. Wir sind immer noch bei Level 6 Puls, immer noch. Probieren wir es nochmal, ne? Auf geht's, von nichts kommt nichts. Fängt gut an, 1%. Ich probiere es mal mit einer anderen Tasteneingabe jetzt hier. Welche Taste benutze ich denn sonst nie? Okay, das funktioniert schon mal nicht. Die Tastatur hat eine andere Latenz als das Gamepad. Das heißt, ich muss das Gamepad weiter benutzen. Sehr gut. Alter. Ernsthaft? Easy. Alter. Das ist schwerer. Okay. Okay, die Tasten funktionieren nicht. Thank you.
Alter. Das muss auch möglich sein. Nein. Okay, Zwei-Finger-System funktioniert schon mal besser. Quasi ein Finger on-time, der andere für die off-time-Beats. Und man sollte nicht dabei quasseln, dass es geht wirklich in die Hose. Okay. Also nicht okay, aber... Scheiße. Komm, das war aber, ich hab gedrückt, wirklich. Okay, das ist wie im Tonstudio, wenn du so ein, du hast halt null Spielraum, ne? Schön. Du hast verpennt. Nein.
Vielleicht sollte man das Spiel auch nicht spät abends spielen, wenn die Reflexe so langsam nachlassen. Es muss doch möglich sein. Nein! Nein! Als ob sich diese Scheißkarte jetzt auch noch dreht, als wäre es nicht schon schwer genug. Ich hätte jetzt gern so eine Donkey Kong Trommel. Wo du mit Sticks auf hauen kannst. Ich glaube, damit wäre das Spiel noch geiler. Es tut so weh. Alter.
bitte. Bitte, 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 bitte. Du kannst dich halt auch einfach gar nicht auf den Geschwindigkeitswechsel vorbereiten. Gar nicht. Du musst es halt einfach auswendig können. Einfach auswendig können, ne? Dann ist es ganz einfach. Okay, ja. Bis dahin kann ich es ja jetzt auch eigentlich auswendig. Das heißt, nicht mehr das Problem, jetzt kommt's. Wow. Wow, ein Tick weiter. Komm, einmal geht noch.
bitte. Einfach nur bitte. Ja, fast, ne? Unfassbar.